Herzlich willkommen zu Tipps und Trends. Paul Gauselmann hat das Automatenspiel revolutioniert wie wohl kein anderer. Er gilt als Pionier auf seinem Gebiet, als großer Tüftler, Erfinder und Visionär. Jetzt ist der deutsche Unternehmer 80 geworden. Grund für uns, ihn zu porträtieren. Wir durften ihn dazu begleiten und bekamen exklusive Einblicke in sein Leben. Ah ja, Sie bleiben jetzt hier stehen. Was hat es mit dieser Musikbox auf sich? Ja, das war der Anfang aller Dinge meines Unternehmertums. Im Hintergrund sehen die bunten, schönen amerikanischen Musikboxen. Am 12. März 1956 bin ich aus der Fernmeldetechnik, wo ich gelernt habe auch, ausgeschieden und bin bei einem Importeur für Wurlitzer Musikboxen aus Amerika eingetreten. Ich hatte die Idee, wenn die Amerikaner grundsätzlich Musikboxen schon immer machten, einen Fernmelder dazu, dass man aus dem Nebenraum oder vom Tisch aus Geld einwerfen konnte und auch die Platten wählen konnte, warum die deutschen Musikboxen das nicht auch machten. Die hatten das nicht, weil sie doch relativ neu auf dem Markt waren. Ich habe mich also sonntags hingesetzt, neben der vielen Arbeit, die ich bei dieser neuen Firma hatte, und habe mit Wählscheibe und mit Hebdrehwähler ein Objekt gebaut in diese Musikbox rein, dass man die 80 Platten auch vom Tisch oder von der Wand her wählen konnte. Und mittlerweile haben Sie mehrere hundert Patente. Sie sind ein ganz großer Tüftler und Erfinder. Ja, das ergibt sich im Leben von alleine, wenn man die Technik gut beherrscht und die Spiele liebt und sie praktisch weiterbringen will, dann muss man beides zueinander bringen. Da gibt es nicht viele Menschen in Deutschland und ich hatte das Glück, hier eine ziemliche Alleinstellung zu haben und habe es immer wieder geschafft, Probleme, die anstanden, technisch zu lösen, die auch zu Patenten zu bringen. Das sind in der Tat in den 50 Jahren ein paar hundert Patente geworden. Ja, und auf dieses Spielgerät sind Sie besonders stolz. Das erste Geldspielgerät, natürlich von Ihnen. Wie kamen Sie überhaupt dazu, ein eigenes Geldspielgerät zu bauen? Ja, der Markt war seit den 50er Jahren, 1953 ist das Gesetz rausgekommen, dass solche Geräte mit einem Groschen zu bedienen und man konnte 10 Groschen gewinnen, dass sie auf den Markt durften. Wir waren alle scharf darauf, weil es nur zwei Hersteller gab. Die haben sich natürlich auch gegenseitig nicht sehr wehgetan. Mit dem Konzept der Casino-Merkur-Spielothek hat es Paul Gauselmann geschafft, die Branche vom negativen Image der Spielhallen hin zu attraktiven Entertainment-Centern zu führen. Offen, hell und freundlich. Seitdem ist die moderne Spielstätte Made by Gauselmann Innovationsmotor und Vorbild und längst die Nummer 1 in Deutschland und dem europäischen Ausland. Heute ist Paul Gauselmann einer der erfolgreichsten und kreativsten Unternehmer in Deutschland. Und einer, der seiner Heimat treu und verbunden ist. So produziert er hier und nicht irgendwo im Ausland, sondern dort, wo er verwurzelt ist. Die Einweihung der Halle 8 im Juli dieses Jahres. Das wohl größte Bauvorhaben in der 57-jährigen Unternehmensgeschichte der Gauselmann-Gruppe. Am Lübecker Entwicklungs- und Produktionsstandort konnte nach 15-monatiger Bauzeit die neue Halle als Erweiterung des Logistikzentrums feierlich eingeweiht werden. Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Da kann man wirklich nur beeindruckt sein, dass man innerhalb von 15 Monaten eine solche Anlage auf die Beine stellen kann. Mit diesem Projekt zeigt sich erneut die Verbundenheit von Paul Gauselmann und seiner Familie mit der Region Ostwestfalen-Lippe. Ja, Herr Gauselmann, wie ich hier reingekommen bin, ich war einfach geflasht. Es ist sowas Imposantes, was Sie hier aufgebaut haben. Da kann man einfach nur stolz sein. Ja, ich habe nur den Startschuss und das Geld dafür bewilligt. Gearbeitet haben die vielen, vielen Arbeiter hier, das zu machen. Ich bin selber auch natürlich immer wieder baff gewesen, wie groß das Gebäude sich dann wirkt. Ich wusste, dass das 17 Meter wurden und 2 Fußballfelder groß wurden. Aber dass das denn so wirkt, muss ich sagen, war ich selber auch erstaunt, genau wie Sie. Und was passiert hier? Es ist nicht nur Logistik, wie sehen die Regale die hier auf? Wir hatten bisher an 7 verschiedenen Orten im Umkreis von 20, 30 Kilometern Flächen gemietet. Und da mussten quasi 2, 3, 4 Fahrzeuge immer hin und her fahren, um das richtig zu ordnen. Es ist alles zentralisiert, es wird alles qualitätsmäßig besser und die Leute, unsere Mitarbeiter sind sehr zufrieden, dass sie hier alles vor Ort haben. Paul Gauselmann war es auch immer schon ein Anliegen, wie es den Menschen geht und seinen Mitarbeitern. So hat er spezielle Ausbildungsberufe ins Leben gerufen, die auf die Bedürfnisse der Automatenbranche zugeschnitten sind.
Ja, seit 2008 gibt es die Ausbildung zum Automatenfachmann bzw. Automatenfachfrau und die Ausbildung zur Fachkraft für Automatenservice. Was lernt man da genau? Ja, da lernt man also in unseren Merkur-Spielotheken, die ja vorbildlich sind in Deutschland, das haben wir auch damals dahin betrieben, dass diese Menschen auch genauso wie beim Friseurhandwerk oder bei einer Kauffrau, die praktisch Sachen verkaufen muss, dass sie praktisch lernt, wie man die Gesetze beachtet, wie man den Service macht für den einzelnen Kunden, der kommt, wie man ihn betreut, wenn er Probleme hat in irgendeiner Form und dass vor allem die Gesetzeslagen da genau beigebracht werden, dass sie praktisch in den 2 Jahre Lehrjahre dort drauf zugehen. Und das ist aus unserer Firma sehr groß angenommen worden. Wir haben jedes Jahr 50, 60, 70 neue junge Menschen angelernt in diesem Beruf. Und das ist sehr erfolgreich, genauso erfolgreich jetzt wie dieses erweiterte Logistikzentrum, das auf Erfolgskurs ist, könnte man sagen, ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Gauselmann-Gruppe? Ja, es ist das größte Bauwerk, was wir je gemacht haben. Es war auch eine große Überlegung, hier zwischen 20 und 30 Millionen auszugeben, um eben die Zukunft zu sichern. Und ich muss sagen, dass es gelungen ist, sieht jeder. Also dieses Logistikzentrum ist auf jeden Fall ein weiterer Erfolg, ein Meilenstein in der Geschichte der Gauselmann-Gruppe. Jawohl. Heimatverbunden und verwurzelt an dem Ort, an dem er sich am wohlsten fühlt, in seinem Espelkamp. Und ganz wichtig für Paul Gauselmann, seine Familie und seine, wenn auch seltene, Freizeit. Muuuuh! Tiere füttern in schöner Natur. Immer wenn es geht, verbringt der Unternehmer Zeit im Freien. Ehefrau Karin ist der Ruhepol in seinem Leben. Sie haben jetzt gerade beim Kartenspielen gesehen, Frau Gauselmann und Herr Gauselmann. Wer hat denn gewonnen? Also beide. Sie war zwischendurch Sieger und zum Schluss hatte ich einen Punkt mehr, 9-8. 9-8. Was war das für ein Spiel? Streitpatient. Spielen wir seit 30 Jahren jeden Sonntag. 3 Partien. Eine Partie dauert eine halbe Stunde und 3 Partien, dann muss man aufpassen wie ein Luchs. Weil nämlich einer einen Fehler macht, kann der andere klopfen, kriegt dann Streichholz. Ja? Und da sie besser aufpasst als ich, kriegt sie viele Streichhölzer und ich kombiniere besser und kriege ich meine Streichhölzer. So teilen wir uns das immer. Man sagt ja, wer viel geschaffen hat bei einem so starken Mann, da steckt eine starke Frau dahinter. Ach, super starke Frau, Berlinerin. Ach, zu Hause habe ich nichts zu sagen. Ehrlich nicht. Nee? Sind Sie die Chefin zu Hause, Frau Gauselmann? Also sie managt, also bin ich auch froh drüber. Sie managt alles und ich habe meine Ruhe zu Hause. Also Sie sind der absolute Ruhepol. Ja, vielleicht. Den Familienpunkt und ich bin mehr der Firmenpunkt. Ich habe die Verbindung zu allen Familienmitgliedern. Innen ist Familie ganz, ganz wichtig. Ja. Wie viele Enkelkinder haben Sie jetzt? Also insgesamt haben wir 9, nicht? 9. Ich entdecke hier gerade das Bundesverdienstkreuz. Ja, das ist mir vor 10 Jahren verliehen worden, vor 11 Jahren. Und das erste Bundesverdienstkreuz, das normale, habe ich vor 21 Jahren bekommen. Und dies war eine höhere Stufe. Darüber hinaus zeichneten die Städte Espelkamp und Lübbecke Paul Gauselmann mit der Ehrenbürgerwürde aus. Ja, Sie sind sozial und auch kulturell sehr engagiert. Wo und wie genau? Ja, vor allen Dingen auch im sportlichen Bereich und alles, was irgendwie nötig ist, um es zu fördern, machen wir. Das kommt daher, ich bin in diese Gegend gekommen von Münster vor 58 Jahren mit einem normalen Gehalt und habe dann inzwischen eine Firma aufgebaut. Dafür braucht man viele Menschen aus der Region, die mitgeholfen. Heute habe ich alleine in der Region 1700 Menschen beschäftigt und da muss man was zurückgeben, wenn man schon selber Erfolg gehabt hat. Das wird auch dankbar angenommen, ob das im sportlichen Bereich sind, ob das im kulturellen Bereich sind, ob das in dem medizinischen Bereich sind. Überall dort, wo gefragt wird und wir können es uns erlauben, erfüllen wir es auch. 80 Jahre Paul Gauselmann, ein Unternehmer, der mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben ist. Und ein sehr sympathischer Familienvater, der seine Heimat nicht nur liebt, sondern auch fördert. Das Schloss Benkhausen, seine Geschichte reicht über 500 Jahre zurück. Ein bedeutendes Bauwerk früher westfälischer Kulturgeschichte und das einzige Schloss im Stadtgebiet von Espelkamp. Heute der ganze Stolz von Paul Gauselmann. Seine Familie hat das historische Gebäude 2010 erworben und nutzt es heute vor allem als Schulungszentrum und für Seminare. Vor 5 Jahren hat Paul Gauselmann der Stadt Espelkamp einen neuen Stadtbrunnen geschenkt.
Ein Wasserspiel mit 8 runden Parzellen und einer großen Mittelfontäne, die die Stadt Espelkamp und seine 8 Ortsteile symbolisieren. Eine Idee natürlich von Paul Gauselmann. Dankeschön, wir aber auch, super. Sie sind so sportlich. Wie sind Sie eigentlich zum Tennis gekommen? Ja, hier in Kissingen, genau vor 41 Jahren, 1973, habe ich meine ersten Schläge mit einem Tennisschläger gemacht. Und seitdem habe ich das lieb gewonnen und ist zu meinem Hobby geworden. Ja, und seitdem spiele ich in der Mannschaft und habe auch nie aufgegeben. Unglaublich, also erst mit 39 Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Ja, aber vorher habe ich Fußball gespielt bei Preußen Münster als Junge, kleiner. Da habe ich Wasserball gespielt, Volleyball, Faustball. Und dann bin ich, wie gesagt, zum Tennis gekommen und alles andere vergessen. Aber Fußball und Tennis ist der eine Sport. Es gibt noch Handball, ne? Ja, habe ich selber nie gespielt. Da ist mein Sohn zum Beispiel der Bessere, der jetzt heute auch in TuS in Lübbecke praktisch betreut. Vielen Dank. Lassen Sie uns weiterspielen. Ich möchte jetzt auch mal gewinnen. Ja, das Tennismatch mit Paul Gauselmann hat richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, in den Tagen, in denen ich ihn exklusiv begleiten und kennenlernen durfte, da hat er mich von der ersten Sekunde an in seinen Bann gezogen. Ein wirklich toller Typ.